Hallo, mein Name ist Andrea Folie. Ich bin Gründerin vom Verein IKULT, Interkulturelle Projekte und Konzepte und Leiterin von Ankommens durch Queerbeet. Mein Name ist Katrin Reiter, Gründerin vom Verein IKULT und Projektleiterin der Ankommens durch Queerbeet. Und im Zuge unserer Arbeit in Pinzgau ist dieser kurze Film entstanden. Viel Spaß dabei! Gleich in den ersten Projektwerkstätten ist sowohl in Lofer wie in Zerfällen die Idee von den Gruppen entstanden, lokale Firmen und deren Arbeitswelten oder Arbeitsweisen kennenzulernen. Das haben wir dann auch gemacht. Unter anderem waren wir in Zerfällen beim Reinhalteverband und beim Verein der Imker. Der Leiter vom Reinhalteverband, Herr Kaiser, und gleichzeitig Obmann vom Verein der Imker hat uns die Welt der Bienen und die Arbeitsweise im Reinhalteverband näher gebracht. Durch die Unterstützung vom Salzburger Bildungswerk Saalfelden und dem Dolmetscher Hasim Hamza konnten wir diesen Besuch dann eben auch realisieren. Uns ist es hier gelungen, eine große Frauengruppe aus Saalfelden, wir waren insgesamt 19 Teilnehmerinnen, für diese Aktion zu interessieren. Die interkulturelle Friedenswallfahrt von Lofer nach Mariakirchental war ein besonderes Ereignis. 50 Muslime, Christen und Menschen ohne Konfession haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht, um Grenzen zu überwinden. Ahí va, ves.
Kannst du dich noch erinnern? Ja, Fußball war gleich das Erste, was unbedingt machen wollten. Ja, wir wollten alle gleich sowohl in Lofer wie in Saalfelden Fußball spielen. Und das haben wir dann auch organisiert. Zustande gekommen sind 6 Spielergruppen aus dem Pinzgau und aus dem Bongau, die den ganzen Nachmittag gespielt haben. Und eigentlich müssen wir uns da recht herzlich bei der Hobby-Frauen-Fußballgruppe aus St. Martin bedanken, die da ein tolles Fußballturnier organisiert haben. Du machst wieder Besetzung. Queerpet Goes School ist ein interkulturelles Fotoprojekt mit der HIP Saalfelden in Kooperation mit der Theaterkompanie Body and Soul aus Hallein. Hier haben wir wirklich die Bildung und Kulturarbeit zusammengebracht. Uns ist es ein großes Anliegen, junge Menschen aus Österreich, aus Syrien, aus dem Irak und aus dem Iran für die Themen der kulturellen Vielfalt zu sensibilisieren. Ein zentraler Kern der Querbeet-Idee sind Austauschtreffen zwischen den Gestalterinnen vor Ort. Wir nutzen dazu vorhandene lokale Aktivitäten. Neben der grenzüberschreitenden Webinare oder einem Theaterbesuch in Mittersill waren wir unter anderem beim Jazzfestival in Saalfelden. Ein Highlight. Das war ein Einblick in unsere Arbeit. Wir bedanken uns bei all den Unterstützerinnen, Ermöglicherinnen und Gestalterinnen, die die Ankommenstour querbeet ermöglicht haben.